Okay, hier haben wir definitiv einen Spinnspawner. Ja. Hatte Hatte ich ich auch auch vorhin vorhin ein ein paar paar gehabt. gehabt. So, jetzt gehen wir mal da Oh, diese Osmoral. kleinen Viecher, diese giftigen Scheiße. Ja, die sind schon ein Das sind bisschen bitter. bitter. Mal kurz das Wasser hier abstellen. Habe ich da gerade eben Zerpestratz gesehen? Werden wir gleich auch mal überprüfen. Tatsächlich, da war Zerpestratz. Ich werde das jetzt einfach mal zumachen. Wir haben ja jetzt einen Wassereimer. Ich muss überleben. Justine finde ich auch dabei. Hallo. Hat Regenwolken gepostet oder geschrieben. Wahrscheinlich wird es bei ihr gerade. Wahrscheinlich wird es bei ihr regnerisch oder so. Noch hat sie so geschrieben, der Jan ist kurz mal weg bis 11 Uhr, muss noch einiges erledigen. Ja, bis dahin viel Erfolg bei deiner Sache, die du erledigen musst. Auf jeden Fall. Achso, Ich nur bin um gerade. 11, Entschuldigung, Entschuldigung, um 11 muss er weg. Habe ich mich kurz verlesen. Hier schreibt noch dazu, der Stream erzeugt in mir eine seltsame außerkörperliche Erfahrung. Ich kann plötzlich Xelron sehen. Ja. Was? Was? Ach so, ah ja, jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Ja, natürlich. Ja, Danny wird es dann später nochmal aus seiner Sicht dann wieder hochladen. Da könnt ihr es aus seiner Sicht dann auch wieder anschauen. Also später heißt heute Nacht. Also ich werde es heute Nacht hochladen. Ich werde es vorher nicht schaffen, weil ich ja den Stream von Planet Coaster noch machen werde. Ja. Oh, da ist eine Spinne, die dich anvisiert. Mich? Ja, durch die Wände. Die schaut dich an, die ignoriert mich komplett. Kann man ja hier sehen, hier ist Xelron und die Spinne Spinne schaut ihn schaut ihn an. an. Aber ich werde sie Okay. natürlich nicht. Hallo? Jetzt. Oh Gott, ich werde bald sterben, wenn es so weitergeht. Das ist das ganze Erz, was wir gesucht haben. Ja, Zertusquarz und so, ne? Ja, Xertus Quarz, Osmum-Erz und die ganzen Geschichten. Ja, ich finde die Höhle ist super. Ja, hast du gut gesucht. Ja, war Zufall, aber witzig ist, wir haben hier unten ein Tulpenfeld. Habe ich auch hier gesehen. Sehr komisch. Wahrscheinlich, weil oben das alles als Tulpen-Erz-Feld gesehen wird. Ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall voll cool. Hier ist auch nochmal wieder die Mine, die wahrscheinlich auch bei dir dann dran sein. Ja, da hinten sehe ich dich auch schon gleich. Also zumindest den Namen. Aber wir werden noch nicht dahin gehen, weil hinten ist noch ein bisschen was, was man abbauen wollte. Ja, wir sollten gucken, dass wir möglichst viel mitnehmen Ja. und dass wir nicht so viele Touren machen müssen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das danach vertone oder so. Ich brauche irgendwie eine Playlist, die bisschen. Ja, ein bisschen Höhlenfeeling macht, das würde ich mir wünschen. Ich muss kurz lesen, dass einiges gekommen. Ja, Jan hat geschrieben, ja, heute spielt der Philipp mal. Das war die Antwort auf Jessizien. Und Jason schreibt, boah, ich liebe das alte Minecraft-Licht. Hat dazu noch einen traurigen Smiley gemacht. Das neue ist voll doof, das alte kubische war toll. Das kann man auch tatsächlich bei sich selber nochmal einstellen. Du musst einfach nur das, ich glaube, in den Optionen, also auch in den normalen Minecraft-Vanilla heißt das weiche Beleuchtung. Wenn man das ausmacht, ist das dann so ganz knobelig. Und wenn man das dann anmacht, dann wird es halt ein bisschen dynamischer, sage ich mal. Also das ist da nur eine Einstellungssache. Okay. Haben wir noch, fand den alten Kies auch besser, hat sie geschrieben, als den neuen. Ach nee, das hat der Jan geschrieben. Ich schreibe darauf, ich hoffe, dass Phil dann heute nicht so oft rausliegt. Ja, ich werde versuchen, so wenig wie möglich, dass es lag an diesem Mod hier, der das alles hier anzeigt. Der lässt nämlich auch einen dann im Craften hier, wie man das vielleicht sieht hier. Und dann kann man hier mit einem Fragezeichen dann das alles reinziehen lassen aus dem Inventar. Und das hat bei mir das verursacht, dass ich rausgeflogen bin. Muss halt nur dran denken, dass ich das nicht machen darf. Das heißt einfach aus der Hand, Wobei ich das nicht war. verstehe, warum, weil bei mir geht das ja, ne? Ich Ich verstehe verstehe auch auch nicht, nicht, warum weil es das ging ging ja ja von von heute heute auf auf morgen morgen nicht nicht mehr. mehr. Das Das ist ist sehr sehr komisch komisch bei bei mir. mir. Ich Ich weiß weiß nicht, nicht, woran woran es es liegt. liegt. Bitte irgendein Java-Update vielleicht oder so, man weiß Nö, es das nicht. ist alles bei mir aktuell. Ich schaue immer drauf. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Das Einzige, was ich mir. Ja, Du du hast hast mir mir die die Mods Mods gegeben. gegeben. Vielleicht Vielleicht liegt liegt es es daran, daran, dass dass dann dann irgendwo irgendwo bei bei einem einem Mod Mod
beim Hochladen irgendwo eine Datei, eine kleine verloren gegangen ist oder. Hä, nein, das war eine RAR-Datei. Dann wäre die Datei nicht öffnenbar gewesen. Das ist ja der Vorteil daran. So, das stimmt auch. Dann hättest du die Datei nicht öffnen können, weil dann hätte er gesagt, da, die ist defekt. Dann weiß ich nicht. Nicht sein. Das weiß ich dann nicht. Das sind hier infame Unterstellungen. Ja, klar. Das lasse ich nicht mit mir machen. Okay. Nee, also das kann wirklich nicht sein, weil dann hättest du die RAR-Datei nicht öffnen können. Ja. Darum mache ich das immer extra, dann erkennst du daran ja gleich den Fehler und ja, beugst dem ja vor im Endeffekt. Wir haben, der Skycan ist dazugekommen. Hallo und willkommen. Ja, und hallo, schön, dass du da bist. Dann haben wir noch. Als erstes gedacht, Philipp ist Gronkh. Okay, ausgerechnet Philipp. Philipp, das ist das erste Mal, dass du mit Gronkh verwechselt wirst. Sonst wird es immer bei mir gemacht. Vielleicht der junge Gronkh mit 15, 16, aber. Aber gut, warum nicht? Ist ja auch legitim. Dann hat sie noch geschrieben, die alten Lava-Texturen waren auch besser. Die Lava-Texturen, die neuen Lava-Texturen sehen aus wie aus Mindtest. Was für Mindtest? So heißt anscheinend ein Spiel. Ich kenne das selber nicht, Mindtest. Okay, bist du jetzt eigentlich mittlerweile, bist du eher weiter oben oder wäre er weiter runtergegangen schon? Ich bin eher nach unten gegangen. Okay, ich auch dann. Achso, dann wäre es ja schlau, wenn du das oben abgrast. Dann können wir uns da so ein bisschen aufteilen. Mach ich ja. Ich bin nur so vorab. Okay, kann ich vorab schauen, so teilweise. Schon vorher ein bisschen erkundigen, dass ich da die Monster, die da schon stehen, schon töten kann. So, Lava, die mag ich nicht. Geh mal wieder ein bisschen hoch. Da ist dann auch wieder was. Oh, da muss ich auch. Gibt hier auf jeden Fall echt viel Zeug, was man mitnehmen kann. Also die Höhle ist echt mega. Ja, das stimmt. Haben wir ein bisschen Glück hier. Jandro hat darauf geschrieben, das stimmt allerdings. Also er gibt der Jessinchen recht. Aber er ist auch froh, dass da gleichzeitig neue Versionen, in den neuen Versionen auch neue Elemente dazu kommen. Muss ich sagen, stimmt tatsächlich. Mir gefallen die neueren auch immer besser und besser. Die hätten können zwar, finde ich, mehr rausbringen, also weniger, aber dafür mehr, statt immer solche kleine Brücke rauszuschmeißen. Aber ansonsten, ja, machen sie es trotzdem recht gut. Ich habe es eben nicht gerade ganz verstanden. Sie können mehr rausbringen, aber doch weniger? Nein, weniger, aber dennoch mehr. Nicht die also weniger Updates oder ja, was die jetzt? Sollen, genau? Die sollen weniger Updates mit mehr Inhalt bringen. Ach so. Weil die bringen ja momentan irgendwie, ich sag das mal gelogenerweise, alles halbes Jahr irgendwie eine neue Version raus. Und das ist dann halt auch irgendwann für die Modder zum Beispiel auch ziemlich blöd dann. Dass sie dann immer wieder nacharbeiten müssen und etc. Ja gut, das stimmt natürlich. Da ist das dann suboptimal. Schau mal, Alter, hier schlag eine Wand auf und da kommt direkt ein neues Höhlensystem, hab ich das Gefühl. Ich scroll noch ein bisschen weiter runter. Hupsa. Hab ich das auf meinen Fall rausschmissen. Es geht hier um Leben, der Tod. Stein lieber, der hat diese angenehm brutalistische Ausstrahlung. Den neuen normalen Bruchstein oder welchen Stein? Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher neu ist, muss ich ehrlich sagen. Jessinchen. Das VHS-Tape, ja. Was? Jessinchen hat gerade was Lustiges geschrieben. Okay, ich bin nur aber recht weit oben im Chat, weil ich noch ein bisschen nachlesen wollte. Ja, lese nach. Ich habe schon vorgelesen. Ja. Jan hat noch geschrieben, ist ja jetzt die 1.12 draußen. Wow, okay, ich hätte es nicht gewusst. Ja, ja, doch. Ich verfolge das ja nicht so. Ach, nee, du hast ja was anderes. Ich habe Live in the Woods. Ja, genau. Ja, das ist es eben, weil wenn du jetzt normalerweise auch andere Modpacks anfängst, kriegst du den normalen Minecraft-Launcher auch. Und da ist das dann richtig bunt alles abgebildet. Also wirklich richtig, richtig bunt. Aber, ja. So, jetzt wollte ich weiterlesen. Draußen angefangen habe ich, also er hat geschrieben, ist er jetzt die 1.12 draußen? Angefangen habe ich mit meiner Welt von einem halben Jahr mit der 1.9. Das ist auch schon, da gab es wahrscheinlich schon große Veränderungen auch bei dir in der Welt. Hat noch die Jessinchen geschrieben, danke Phil. Also nicht.
worauf, danke, aber gerne schön. macht schon Spaß, hat der, also Minecraft Survival macht schon Spaß, schreibt der Jan. So, schauen wir kurz nebenbei auch hier. Kohle brauchst du oder kann ich links? Nö, bitte. Also du kannst sie mitnehmen, wenn du fürs Gemeinschaftslager oder so, aber jetzt so explizit brauchen wie ich brauch sie dringend, nein. Okay. Dann baue ich das mal hin und wieder mal so sporadisch ab. Oh Gott, dann wird jetzt nicht in die Lava noch fallen. Okay, das ist glaube ich deine Höhe ungefähr, dann gehe ich wieder ein bisschen zurück hoch. Schau, was man da noch rausholen kann. Jessie, also ich bin hier ein paar Mal schon fast am Sterben. Erzähl ruhig, Jess. Nee, ich hab nur geschrieben. Der Junge kommt mit 15 und 16. hat Jessie geschrieben. Da sind bestimmt neulich alte VHS-Tapes geleakt, auf denen zu sehen ist, wie der Junge mit Lego spielt. Naja, das habe ich gelesen. Das meinte ich. Das war witzig. Aha. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Cheaten ist doof, gerade im Survival. Ich weiß gerade nicht, wer war am Cheat. Warst du am Cheaten? Oh, oh. Hä? Nein! Das ist cool. Wir sind auf einer Höhe. Zack, einer Höhe sind wir. Ja, weil ich gerade runtergeschossen wurde von einem Skelett. Diese fucking Spinnen, ich komme hier nicht weg, ey. Es ist, jetzt gehe ich einfach vor. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Das Leben ist eine ständige Herausforderung. YOLO, es geht, ne? Immer um Leben und Tod. YOLO und Klaas, was? Hä? YOLO. Ich nicht verstehen. Habe ich doch letztens schon erklärt, dieses YOLO. You only live once. Das kann sein, keine Ahnung. Ich sterbe jetzt. Ich sterbe, weil ich das Menü anhatte. Deine Sachen brauche ich nicht retten. Oh mein Gott, ich bin voll abgefuckt. Ich gehe dahin. Ich bin bei Leuchtturm. Ja, sehr schön. Es kann 2 Stunden dauern, bis ich wieder da bin. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter Falter. Nein, so lange dauert's nicht. Wir sind in 7 Minuten wahrscheinlich wieder da. Ey, die Viecher, das sind so viele Spinnen gekommen und Spinnen und boah, es war so, und das waren alles diese Behinderten, nein, über Behinderte machen wir uns nicht lustig, nicht, dass es jemand denkt, aber es waren alles diese echt trötigen Giftspinnen, die dich auch noch vergiften die ganze Zeit, weißt du? Ey, das ging mir jetzt auf den Wecker, ohne Scheiß. Ich hätte ja weggehen sollen. Ich wollte erst weggehen. Und da bin ich dummerweise oben, ich wollte auf der 1 drücken für das Schwert und, ja, dann bin ich aber auf diese Taste daneben gekommen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und dann hat sich dieses Menü, dieser Chat geöffnet und dann war verloren. Ah, okay. Deswegen habe ich tatsächlich mein Schwert oder mein Werkzeug, womit ich angreife, auf der 2. Dann passiert das nicht so. Ja, ich kann ja mal gucken, ob ich diese komische, ich glaube, wie heißen die? Keine Ahnung, Zyklontaste oder so hieß die so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall müsste ich. Das freut mich, dass du sie Dach nennst. Sie hat einen offiziellen Namen. Das ist echt diskriminierend, aber alles okay, Philipp. Oh, ich muss da jetzt wieder hin, ey. Oh. Ich weiß nochmal. Meint es ein Minecraft-ähnliches, komplett offenes Spiel? Okay, tatsächlich habe ich davon noch nie was gehört. Kann ich mir, oder werde ich mir mal später mal anschauen. Was, Minecraft? Mein Test ist ein. Also das, was die Jessinchen vorhin geschrieben hat. Ach so. Dass die Lava-Textur, also die jetzige Lava-Textur von Minecraft, sie an die Lava-Textur aus Mindtest, also aus einem anderen Spiel erinnert. Okay, weiß ich nicht. Lieber Lars, nein, habe ich nicht. Was ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das nicht. Okay. So. Jetzt gehen wir mal hin. 1000 Meter sind wir noch entfernt. Ja, natürlich treten wir jetzt auch noch einen Kaktus bei unserem Glück. Okay, sehr traumhaft. Ja, ist auch gut. Läuft alles perfekt. Ja, ich glaube, hier oben haben wir alles abgebaut, was es gibt. Hier noch ein bisschen Kupfer, aber das war's auch schon. Um 10.20 Uhr und 17 Sekunden bin ich gestorben. Es ist bitter. Dam, dam, dam. Müssen wir irgendwie einspielen, dass jedes Mal, wenn du stirbst, so. Treibsand.
das jetzt auch noch zu uns. Oh, es ist ja. Also seid froh, dass der Stream heute nicht über mich läuft. Ja, bei mir könnt ihr auch wunderbare Steine und noch mehr Steine sehen. Diese ganzen Steinsorten. Ja. Aber da haben wir nochmal Zertes Quarz. Bitte nicht kaputt machen, lieber Creeper. Dankeschön. Creeper machen kein Damage. Ach stimmt, das haben wir ausgemacht. Ja. Genau. Safety first aber, ne? Ja, das auf jeden Fall. So, und dann, ich versuche mal was weiter zu lesen. Shader und Swex ist geil. Swex ist, glaube ich, nämlich ein Texture Pack. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat die Community ja eh entschieden, dass wir ohne Shader spielen sollen hier. Ja. Ja, das habe ich ja auch schon. Ich habe am Anfang kurz angelassen, weil es sah danach aus, ob ich vielleicht heute was ruckelfrei spielen könnte. Aber nein. Hat der PC gesagt, nö, bist am Streamen. Das hat auch mit Stream nicht zu tun. Das, wie gesagt, das kriegt nicht mal Gronkh hin und der hat einen NASA-PC wahrscheinlich zu Hause stehen. Also vergiss das ja, mal. Der hat ja dann die HD Ultra, keine Ahnung was, VR Shader Textur Pack, keine Ahnung was. Und ich hätte da einfach nur ganz normal Lighting genommen, wo ein bisschen Sonnenstrahlen sind, ein bisschen Schatten, das war's. Okay. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall. Wie gesagt, wurde es ja gewünscht, dass wir es weglassen. Ja. Dann lassen wir es weg. Oh, fast wäre ich totgestürzt. Okay. So ein bisschen, ja. Wieder die Taschen aussortieren. So, das ist so Mäusemelken hier. Wo bin ich hier gelandet? Ah. Alter Falter. In die Tasche rein. Hinten. Ups. Das tue ich schon mal alles hier rein. Das kann auch weg. Ich hätte mir lieber eine Diamante-Rüstung machen sollen oder so. Ich glaube, es wäre besser gewesen. Ich habe eh genug Diamanten, also. Da war ich wohl zu knauserisch. Ja, kann nicht möglich sein. Oh, wie ist eine Spinne hier? Ja, eine. Philipp hat eine Spinne. Ja, herzlich willkommen. Mit einem Blitzer vor. Oder dahinter. Blitzer ist das. Aber der ist tot. Wir haben da vorne eine Blitzroute bekommen, womit wir Blitzstarken, Aero-Träumstopp herstellen können. Und das was auch immer das ist. Ja, ich weiß aber nicht. Für irgendwas wird das gebraucht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Art, etwas heiß als Lava ist. Wenn es die Geschichte ist, Pyrotherium oder so. Super süße Spinnen, schreibt die Jessinchen. Ja, die Spinnen sind hier echt niedlich. Die sollte man unter Artenschutz stellen. Ganz wichtig hier in diesem Spiel. Besonders diese kleinen giftigen. Die ganz, ganz besonders einfach, weil das sind so nette und liebe Lebewesen. Die müsste man einfach wirklich hier schützen. Wir müssen so ein Reservat für die hier erschaffen. Einfach zu Ehren dieser Spinnen. Der Jan hat geschrieben, dass er jetzt erstmal weg ist. Ja, dann wie gesagt schon mal tschüss und ja, ciao, schönen Tag. Und vielleicht bist du nachher dabei bei Planet Coaster. Genau. Und Jessie hat nur geschrieben, sie hat ein eigenes Texture Pack gemacht. Ist das was Wunderbares? Okay. Nicht schlecht. Weil sie das dunkelblaue Wasser nicht mag. Sie hat es für sich selbst hellblau gemacht. Aber okay. Gar nicht, dass man das Wasser einzeln bearbeiten kann, aber ist natürlich nicht schlecht. Aber du kannst das Wasser auch rot machen, wenn du magst. Okay, ich habe keine Ahnung, Philipp. Ich habe mich damit nie befasst. Du weißt, grafikmäßig warst eigentlich, wenn er du derjenige, der da ein bisschen sich mit beschäftigt hat. Nicht ich so, das war nicht so. Ich bin, glaube ich, eher der Level-Ersteller oder so. Ich glaube, wenn ich in der Gamer-Branche arbeiten würde, dann als Game-Designer und nicht als. Für diese Texturen herstellen. Ja, also Game Design mache ich so Welten erstellen. Grafikgestalten. So. Ja, läuft es unter Grafik? So Map-Designer und so sind, glaube ich, keine Grafikdesigner vom Beruf. Ich glaube, die nennt man Game Designer. Ich weiß es aber auch nicht genau, aber ich würde es jetzt mal so vermuten. Das kann ich jetzt aber auch nicht sagen. Ich habe es auch nur beraten jetzt. Okay. Da hast du wieder was drauf. Grüßen, David. Ja, sicherlich können wir dich grüßen. Ja, das muss auch von mir. So, jetzt haben wir schon was. Da ist auch was. Wie viel Zertusquarz haben wir jetzt eigentlich? Oder 46, ja, das ist auch wunderbar. Läuft wunderbar. Ich würde sagen, wir haben noch mehr. Nur jetzt muss ich mal ganz kurz wieder
Tag machen. Ich finde die richtige Höhle nämlich nicht. Ach, da. Aua. Ah, das war mein Knöchel. Dann noch was ein bisschen Osmium. Da wieder Zertusquarz, also sogar geladen ist. Das ist auch wunderbar. Also ich kann deinen Namen auf jeden Fall schon mal sehen. Das ist ja schon mal hilfreich. Ist ja auch dein du hast hier jede Menge Sachen weggeschmissen. Kann das sein? Ja, ich habe mich mal kurz entleert da. Ja. Mal die ganzen Steine und so, weil das sind gerade momentan Platz weg. Ich überlege gerade, wo ich lang gehen muss. Ich glaube, ich bin zu tief. Nee, hier bin ich lang. Ich entsinne mich und dann habe ich das hier oben weggeschlagen. Ich laufe gerade ein bisschen Kreis, mehr oder weniger, weil ich alles abbauen möchte. Da. Sinn, oder bin was? Ich hier gewesen? Doch, ich bin hier runter und hier lang bin ich, glaube ich. Genau. So. Da müssen wir hier lang und da oben war das. Eigentlich sind wir nicht weit gekommen und trotzdem gestorben. Unglaublich manchmal. Manchmal ist es unglaublich. Du hast hier aber auch nur auf normal die Stärke, oder? Ja, jetzt eine Spinne hier. Ich komme an meine Sachen gar nicht ran. Ja, wenn die Schwierigkeit auf friedlich ist, beziehungsweise auf einfach, kannst du nicht vergiftet werden von den kleinen. Ja, die Frage war, ob es auf hart ist eher. Nee, auf normal. Also ich muss jetzt mal ganz kurz das leider ausmachen. Justine hat geschrieben, sie findet Minecraft, das alte Minecraft, besser als irgendwelche Shader. Ja. Es ist, glaube ich, daran mit Nostalgie irgendwie zu verbinden. Dass man die alten Sachen einfach immer besser sieht als die neueren, sage ich jetzt mal. Ich mache jetzt mal hier weiter, ich habe sonst nichts gefunden. Und ja, ich mache gleich die Gegner auch wieder an. Das ist jetzt gerade nur, weil ich mich hier plündern musste, weil sonst wäre ich da nie wieder hingekommen. Ja. Hä, schon wieder eine Spinne? Wo kommen diese Kackviecher her? Entschuldigung, wo kommen diese tollen Lebewesen her? Haben wir nicht gerade Unterartenschutz benannt? Meine Güte, die gehen mir so auf den Wecker, die Viecher. Wo kommen die? Jason schreibt, sie würde eher die Stories schreiben in der Game Branche. Ja, das hat man gestern auf jeden Fall gesehen, beziehungsweise auch gelesen. Das stimmt allerdings. Da warst du ja richtig gut dabei. Haben wir wieder was Kupfer. Ich bin jetzt übrigens auch mit ein bisschen in der Minenschacht unterwegs. Ja, mach du mal. Hauptsache, du findest wieder raus irgendwann. Ja, irgendwie schon, ja. Also nach umbuddeln tun wir uns nicht. Ach, ich wollte jetzt schon eigentlich eine Maschine dafür basteln, die das macht für mich. Ich bastel dich gleich, Philipp. Jessie hat nach einem Pferd gefragt. Bist du mit einem Pferd gerade geritten? Nö, unser Pferd ist leider ja davon gegangen gestern. Das musst du auch nochmal wiederholen dann. Da werden wir uns drum kümmern, nur wie gesagt, jetzt gerade Priorität die Höhle. Ja, das hatten wir uns vorgenommen und das Pferdchen können wir die Tage mal wiederholen. Da kannst du ja auch gleich einen Esel holen eigentlich, oder? Oder willst du unbedingt einen Esel? Was will ich mit einem Esel? Ein Esel kann Sachen mit sich rumtragen. Ja gut, aber wofür brauche ich das? Ja, wenn du auf einer Reise bist oder so, du möchtest, keine Ahnung. Habe ich Taschen? Ja gut, aber der Esel kann ja auch nochmal was nehmen zusätzlich. Ja, aber brauche ich nicht, ich habe große Taschen. Also nett gemeint, aber ich brauche das definitiv nicht. Die Schienen nimm mal mit, ne? Die Schienen können wir dann schon mal eher gebrauchen. Da müssen wir die nicht teuer erstellen. Ja. Clay Pattern Stamp habe ich bekommen von Garden Containers. Dieser Stempel ist umhüllt von Dreck. Was ist das in einem Kessel? Okay, den werden wir jetzt mal mitnehmen. Okay. Nehmen wir mal mit. Okay, ich mach ein bisschen was rausschmeißen wieder. So, das kommt raus, das bleibt drin, das kommt raus, das. Hä, du warst hier und lässt die ganzen Büsche und alles hängen? Warum? Welche Büsche? Diese Aluminiumbüsche? Ja, nimm doch alles mit. Okay, ich wusste nicht, dass du die auch. Also ich fange mit diesen Büschen nie was wirklich an. Okay, also ich finde das schon eine Option, also. Das lassen wir da. Tun wir wieder was einsortieren, da. Zack, zack. Fein, da war auch noch Kupfererz, also das kann man ja auch mal mitnehmen, also. Das Kupfererz habe ich dann tatsächlich einfach nur übersehen. Wir werden ein bisschen jetzt Fackel machen, keine Angst, es wird gleich wieder heller. Nur momentan war es dunkel.
Und die ganzen Schienen lässt du hier überliegen. Nee, ich war hier noch nicht komplett drin. Ich bin hier erst gerade reingekommen. Hä, aber hier sind doch überall deine Fackeln. Ich sehe das doch. Ich bin auf deinen Schwerten. Warum nimmst du Schienen nicht mit? So musst du hier gewesen sein, diese Fackeln. Die Fackeln sind ja auch manchmal von den Dings auch so drin. Aber nicht auf dem Boden. Ja, warte mal, Die Schienen sind ja schon ein bisschen teurer. Also das ganze Eisen und alles. Also wo ich jetzt lang gegangen bin, waren jetzt gerade keine Schienen am Liegen. Ach so, okay, dann... Oder ich hab nicht, alle schon mitgenommen. Oder haben wir die Höhle schon mal erforscht? Kann das auch sein? Nee. Nö, eigentlich nicht, sonst wäre sie ja komplett hell, oder? Naja, komplett ist immer relativ. Wo ist das Schaf, Philipp? Ja, das Schaf flippt in die Höhle. Nee, heute gibt's keine Schafe. Die wird es dann erst wieder morgen geben, oder wann auch immer. Richtig. Heute haben wir andere Hausaufgaben zu erledigen. Genau. Wir müssen die Weltherrschaft an uns reißen. Mit den Schafen. Vielleicht auch das, ja. Huch. Okay, ich bin hier. Da ist auch was übersehen worden. Die Kupfer, was ist hier los? Hä? Ich komme jetzt gerade überhaupt nicht hoch. So. Wie gesagt, wo ich jetzt gerade überlanglaufe, es liegen keine Schienen. Alles okay. Ich weiß nicht, wo die Fackel, vielleicht habe auch ich die selber gelegt, ich weiß es gar nicht. Aber es wundert mich, weil ich würde eigentlich Schienen immer mitnehmen, weil ja, wir haben unser Bahnsystem, das werden wir ja noch vergrößern, also... Ich habe eh auch vorhin auch, selbst auch, wo ich alleine unterwegs, also was ist alleine, also wo du noch nicht da warst, habe ich auch schon ein paar Schienen mitgenommen, also... Nee, ist auch alles okay, ich habe mich nur gewundert halt, weil... So ungewohnt. Lass ich nie liegen, sowas. Schäme dich. Evelyn schreibt, sie hast ihren Vater. Ja, warum denn? Würdest du das sollten wir hier vielleicht nicht in Let's Play diskutieren. Das ist eine persönliche Geschichte und ist natürlich sehr schade, wenn sowas ist, auf jeden Fall. Aber ich finde halt auch, das gehört nicht ins Let's Play. Das ist eine persönliche, private Geschichte, sowas. Ja, aber sonst würde sie es auch nicht schreiben, oder? Ja, aber ich würde sowas nicht thematisieren wollen hier. Das ist... Okay. Also sie wird ihren guten Grund haben, da gehe ich mal ganz stark von aus, auf jeden Fall. Nur, ist das halt immer schwierig.